Moin. Willkommen zurück bei Tokyo Highway Challenge 2. Wir hatten im letzten Part ja endlich mal Cool Cat geschlagen und den anderen. Und uns ist uns ein Boss aufgefallen. Und den kann ich euch mal zeigen, wo man ihn finden kann. Der Boss ist sozusagen ein bisschen schwerer. Und deutlich schwerer als bei der Beschleunigung-Thema. Und ja, vorhin wollte ich eine Aufnahme machen. Hat es fast geklappt, bis auf einmal sich die Karte schon wieder zerschossen hat. Das lief nicht so schön. Und ich starte nochmal neu, weil das ist ein Gegner, der immer wieder zurückkommt. Das ist ein Wanderergegner. Den kann ich nicht herausfordern. Den könnt ihr vergessen. So. So, nochmal das Ganze. So. Nee, der Bossgegner war im letzten Part ja so schwer, dass er mir schon ein bisschen die Nerven geraubt hat. Und ja, bei der Aufnahme ist mir auch viel Schwierigkeit aufgefallen. Der Bossgegner, also ihr habt es ja nicht gesehen, aber bei der Aufnahme, die ich vorher hatte, war der Bossgegner overpowered sozusagen. Ah, Banshee. Jetzt schon mal jemand anders. Ja, bei der Aufnahme war viermal sein Kollege da. Und der nimmt immer wieder dieselbe Wand mit. So wie er, hat es fast nicht mitgenommen. Okay. Wenn der gewinnt, dann kann es schon lesen. Ich beende das kurz, weil es mir nichts bringt, wenn wir ihn so weiter schlagen. So. Puh, nur die Ruhe bewahren, dann schaffen wir es. So. Ihr habt es gesehen, ihr könnt es jetzt erkennen, der Boss ist nicht so einfach. Den kann man erst schlagen, wenn man, wie schon gesagt, eine Kurve hat und... Eine Kurve, ja, ne? Nein, wenn man eine Gerade hat und man muss vorne bleiben, einfach. Und er ist nicht verrückt. Ach, wieder eine
mich nicht gestört. Werde ich mal versuchen. Es bringt nichts, so. Mein Auto ist zu schwach irgendwie. Was passiert, wenn ich vorne wäre? Gibt es eine weitere Frage? Ich könnte hier noch einmal rausfahren, aber da wäre ja mein Motor fast am Eimer. Jetzt weiß ich, warum ich verloren habe. Ergibt Sinn, das ist logisch. Ich habe wenig Punkte, also ich habe diese Lebenspunkte gegeben. Ich habe aus Versehen diese Wand mitgenommen, da habe ich... Oh ja, ist klar. Jetzt weiß ich, warum ich verloren habe. Immerhin haben wir einen neuen Gegner mitgenommen, den wir schon schlagen mussten. Nein, ein Fortschritt. Gibt es weitere Gegner bitte, die ich schlagen muss? Ja, gut. Ich hoffe nur, dass es jetzt wieder dieser unser Freund, der sich immer wieder zugeschaut hat.
Er ist der Gegner, der viele Fehler macht. Ich kann euch schon mal zeigen, was ich noch meine. Diesmal macht er keinen Fehler. Falls ihr mich fragen müsst, was meine ich mit dem Fehler? Also, sein Fehler ist, er nimmt immer mit diesen Posten mit. Also, dass ich immer drin bin. Endlich. So. Ich gehe mal zurück zur Garage, holen wir mein Fahrzeug ein bisschen. Guck mal, ob wir Teile oder Dinge freigeschaltet haben. Ich glaube, ich spare mir eher lieber für ein neues Auto, weil mein Auto ist wirklich fast am Eimer. Tatsächlich. Ich werde aber fast pleite, wenn ich den da reinbaue. Das baue ich mal rein, damit ich besser greifen habe. Ja, den Bereich haben wir freigeschaltet. Seht ihr da unten? Wir gehen mal zu Wangan Down, genau. Das ist ein neuer Bereich, den wir freigeschaltet haben. Und durch diesen Upgrade-Schub haben wir sozusagen weniger Gewicht, bessere Reifen, aber ich werde trotzdem nicht wirklich vieles machen. Ich werde weiterhin unser Auto, mein neues Auto sparen. Schöner Tunnel, nicht? Der kam neu im Spiel herein. Das war wieder ein Traum. Oh, der Optimizer vom Team Gesellschaft. Ja, das Team hat einen deutschen Gesellschaft.
So. Zurück zur Garage, das Auto mit dem Motor, so Expressway Expert sind wir jetzt wieder mal. Bangan down natürlich.
So. Ja, den Tunnel habe ich schon gemacht, weil wir spielen sie auch alle Platten sind. Und da ist schon der Team Red Crash Master, die Master. Die geht im Front zu den Kirby gemacht hat, so als wir gehört haben. Das haben immer einen Nachteil gegen ihren Dreizylinder-Motor. Ihm soll ich ein bisschen ernster nehmen, denn er hat das auch ein bisschen getuned anders als seine Kollegen. Die Kollegen haben auch Chrysler gemacht. Aber zu sehen, ja. Okay, das ist typisch. 13. Das leichteste Team, das ich jemals in Männern hatte, und nochmal gewonnen. Da ist ein Niedermacher. Den will ich mir mal rausholen.
Zeit vergangen, aber Overfahren ist auch mal zu schnell. Und Skylines sind generell nicht zu schützen. Aber ich hab hier noch einmal was. Keine Chance, Top Speeds. Guck mal nach Moonlight Freshman. Ein Klasse C Auto. Gut, dann schaue ich mal kurz mal, was wir als neues Auto in unserem Ideenkopf hatten. Was wir kaufen könnten. Ein Klasse Auto, ein Klasse A Auto muss es sein. 22.000. 16.000. Achso, nee. Das ist die Original, so freut mich, das ist richtig spannend. Filter Chaser, nee. Das ist ein Zettel. Achso, den hatten wir schon gerade geschlagen. Aber das ist schwächer.
Einen Evo. Das können wir uns aber nicht leisten. Was haben wir noch? Außer nur Tupibus. Also wir haben schon fast alle Evo-Modelle da. Ach, die nächste gehört zu Rex 7. Nee, darauf verzichte ich. Ich habe schon mehr Rex 7. Also die Presa-Modelle können wir uns problemlos leisten, das ist ja nicht das Ding. Das Problem ist nur, sie zu tunen, das ist das große Problem. Und Top Speed, habe ich schon gesagt, haben wir ein Problem. Okay. Ihr habt gesehen, die Skylines sind deswegen schnell, weil sie Top Speed technisch nicht so schnell sind. Alter, Alter. Hat mich voll erschrocken, die. Ich muss mich dann entscheiden. Ich speichere eine Falle erst. Na, guck ich mal nach, was ich fahren kann. Wir sehen uns im nächsten Part, okay? Okay, Leute, tschüss!